Willkommen! In diesem Video lernen Sie, welche Rolle und Funktion Paul Heimer den Lehrenden zuordnete, wobei er die Lehrenden hinsichtlich ihrer Ausbildung immer auch als Lernende begriffen hat. Wenn die Didaktik als Disziplin der Lern- und Lehrvorgänge begriffen wird, dann rücken im Rahmen der Ausbildung auch die Lehr- und Lernvorgänge des Lehrenden in den Blick, wobei dieser von Heimer als theoretisch gesteuerter Didaktiker begriffen wird. Grundlegend für Heimers Bestimmung des Lehrenden ist die Einsicht, dass es sich bei allen Lehr- und Lernprozessen um Interaktionsprozesse im didaktischen Bezugsfeld handelt. Es geht zwischen Lehrenden und Lernenden immer um betonte Singularität der Unterrichtssituationen, um Augenblicksgebundenheit, aber auch um nachweisliche Strukturgesetzlichkeiten des didaktischen Feldes, in das der Lehrende behutsam eingreifen kann und soll. Innerhalb des didaktischen Feldes laufen nach Heimer Lehr- und Lernprozesse ab, wobei jeder Prozess sein eigenes theoretisches Äquivalent besitzt und nicht aus irgendeinem didaktischen System deduziert werden kann. Daher gibt es nach Heimer keine statischen Theorien, sondern nur theoretische Prozesse des Lehrens und Lernens. Dem Lehrenden kommt es mithin zu, diese Prozesse direkt an der Einzigartigkeit konkreter Unterrichtspraktiken zu analysieren und theoretisch zu steuern bzw. zu beeinflussen. Das Grundverhalten des theoretisch gesteuerten Didaktikers muss daher nach Heimer prinzipiell ein experimentelles sein. Soll mithin der Lehrende das didaktische Bezugsfeld theoretisch steuern können, so muss er auch das an der Praxis orientierte Theoretisieren lernen, um didaktische Situationen interpretieren zu können. Dabei ist nicht die Theorie als Endgestalt wichtig, sondern erneut der praktische Prozess der Theorienbildung. So ergibt sich im Lehrenden ein Spannungsverhältnis zwischen didaktischem Bezugsfeld und theoretischem Bewusstsein des Lehrenden. Das Ziel der Ausbildung zum Lehrenden soll nach Heimer mithin die Konstituierung eines operativen theoretischen Bewusstseins und auch Gewissens sein, das die Bildung eines leistungsfähigen didaktischen Bezugsfeldes anleiten kann. Sowohl Bezugsfeld als auch theoretisches Bewusstsein stellen dann das theoretische Potenzial des Lehrenden dar, das sich an die Lehr- und Lernprozesse anlehnt und sich so immer wieder aktualisiert. Dabei soll der Lehrende sein theoretisches Bewusstsein durch die Kultivierung der didaktischen Reflexion präzisieren. Dies kann durch das Studium verschiedener Bildungssysteme und die Verarbeitung von theoretischen Konzeptionen bzw. Beständen aus den empirischen Tatsachenwissenschaften geschehen. Der Lehrende unterwirft sich so nach Heimer einem didaktischen Exerzitium, das immer bei der konkreten Schulpraxis als einer empirisch gegebenen Alltagswirklichkeit ansetzt und so noch die didaktische Vermittlung von Informationen und Einstellungen mitbestimmt. In diesem Sinne verlangt Heimer von Lehrenden und durch ihn hindurch auch vom Lernenden, dass er die Unterrichtssituation kategorial strukturieren und faktoriell analysieren kann, um die didaktische Situation hinsichtlich nötiger didaktischer Entscheidungen rational beurteilen zu können. Zusammenfassend definiert Heimer in 4 Schritten, was der Lehrende als theoretisch gesteuerter Didaktiker den Lernenden vermitteln muss, will er positiv auf das didaktische Bezugsfeld einwirken. Es muss bei Lehrenden und daher auch bei Lernenden darum gehen, erstens Strukturen zu erkennen, zweitens Probleme zu exponieren, drittens Tatsachen, Normen und Organisationsformen zu beurteilen, und viertens Entscheidungen vorzubereiten. Mit der Aufzählung dieser 4 Punkte schließt Heimer seine Didaktik der Ausbildungsprogrammatik ab und bestimmt sehr genau, worin das Theoretisieren des steuernden Didaktikers besteht. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Heimer die Rolle und Funktion des Lehrenden im hier zusammengefassten Sinne sehr präzise bestimmt hat.
Von zentraler Bedeutung für Paul Heymanns Verständnis des Lehrenden ist die Definition des theoretisch gesteuerten Didaktikers, der immer in einem gegebenen didaktischen Operationsfeld tätig ist, wodurch er sehr nah an der Unterrichtspraxis operiert. Die Praxis selbst besteht nach Heymann aus Interaktionsprozessen des Lehrens und Lernens, an denen sich der Lehrende durchwegs orientieren muss. Dabei ist es entscheidend, dass der Lehrende in der reflexiven Erfassung des Unterrichtsprozesses ein experimentelles Theoretisieren unternimmt, das ihn zur Erhöhung seines theoretischen Bewusstseins bringen soll. Dies erfolgt im Rahmen eines didaktischen Exerzitiums, das seinerseits eine kategoriale Strukturierung und faktorielle Analyse des Unterrichtsprozesses in Gang setzt. Dabei ordnet Heymann dem Lehrenden als theoretisch gesteuertem Didakten vor allem vier nötige Kompetenzen zu. Er muss Strukturen erkennen, Probleme exponieren, Tatsachen, Normen und Organisationsformen beurteilen und didaktische Entscheidungen vorbereiten können. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Paul Heymann die Rolle und Funktion des Didaktikers sehr präzise analysiert und definiert hat. Durchaus im Sinne der Kybernetik begreift er ihn als einen Lehrenden, der steuernd in das didaktische Operationsfeld eingreift, indem er sich immer wieder aufs Neue mit den konkreten, interaktiven Lehr- und Lernprozessen auseinandersetzt. Dabei soll er eine Steigerung seines theoretischen Bewusstseins erreichen, um auch die Kultivierung der Lernenden zu befördern. Im Rahmen eines sich wiederholenden didaktischen Exerzitiums soll er so die kategoriale Strukturierung und faktorielle Analyse der Unterrichtspraxis leisten, um rationale didaktische Entscheidungen treffen zu können. Insgesamt präsentiert Heymann so eine luzide Ausbildungsprogrammatik, die dem Lehrenden eine sehr präzise Rolle und Funktion zuordnet.